Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diese leckeren Zimtschnecken und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für die Zimtschnecken verwende ich 450 Gramm Mehl, 250 Milliliter lauwarme Milch, ein Päckchen Trockenhefe, 80 Gramm Zucker, 70 Gramm zerlassene Butter und einen halben Teelöffel Salz. Später dann noch, um es auf den Teig raufzuschmieren, 3 Esslöffel sehr weiche Butter und 70 Gramm Zucker, die ich mit 2 Teelöffel Zimt vermischt habe. Und jetzt kann es auch schon losgehen. So, für den Teig vermische ich als erstes die lauwarme Milch zusammen mit der Hefe und dem Zucker. Das rühre ich ein bisschen um und lasse es 5 Minuten stehen, bis die Hefe aktiv ist. So, die Hefe ist jetzt schön aktiv. Jetzt kommt die zerlassene, aber nicht mehr warme Butter dazu. Die ist abgekühlt. Das Mehl vermische ich mit der Prise Salz. Das kommt auch dazu. So, das lasse ich jetzt kneten, bis es ein geschmeidiger Teig ist. Der Teig ist jetzt fertig. Ich habe ihn insgesamt 10 Minuten kneten lassen. Es ist ein schöner, geschmeidiger Teig geworden. Ich lasse den Teig jetzt einfach auf der Arbeitsfläche eine Stunde lang gehen. So, eine Stunde ist jetzt um und der Teig ist wunderbar aufgegangen. Er hat das doppelte Volumen. Den Teig werde ich jetzt ein bisschen durchkneten und dann werde ich ihn ausrollen. Den Teig habe ich jetzt ausgerollt auf ungefähr 50 x 30, 35, so um den Dreh. Der Teig ist ungefähr so einen halben Zentimeter dick. Ja, ungefähr einen halben Zentimeter dick. Und jetzt werde ich den Teig mit Butter bestreichen und anschließend den Zimt und den Zucker darauf schütten. Die Butter muss ganz weich sein. Sie soll aber nicht geschmolzen sein, es muss einfach nur ganz weiche Butter sein. Hier lasse ich einen Rand übrig, da werde ich keine Butter hinschmieren. Dann kann ich die Rolle später besser verschließen. Die Butter habe ich jetzt komplett verstrichen, jetzt schütte ich den Zimt und Zucker darüber. Von der langen Seite rolle ich jetzt auf. Ihr könnt ein Lineal, ein sauberes Küchenlineal zur Hilfe benutzen. Dann könnt ihr das so ein bisschen knicken, so am Anfang so ein bisschen zur Hilfe. So, die Rolle ist jetzt fertig und jetzt kann ich sie in Stücke teilen und auf ein Backblech geben. Ich habe mir jetzt eine Schneidematte zur Hilfe genommen, weil ich mich auf der Arbeitsfläche schneiden möchte. So, die Rolle ist jetzt fertig. Ich mache jetzt so circa 4 cm dicke Scheiben und guck mal, wie viele bei rauskommen.
achtet darauf, dass euer Messer schön scharf ist. Es sind genau 12 Stück geworden und die kommen jetzt auf ein Backblech. So, die 12 Schnecken sind jetzt auf dem Backblech. Ich werde jetzt meine Hände befeuchten und die ein bisschen platt drücken. So, jetzt gehen die Schnecken nochmal 20 Minuten. Ich bedecke sie dafür mit einem sauberen Tuch. Währenddessen kann ich schon mal den Backofen vorheizen auf 200 Grad Umluft. Wenn ihr die Schnecken aus dem Ofen holt, dann ist meistens relativ viel Butter auf dem Backblech. Das soll euch aber nicht irritieren, dass sobald die aus dem Backofen raus sind, saugen die komplette Butter wieder auf. Das ist ganz unglaublich. Also auf keinen Fall Panik kriegen, weil da so viel Butter auf dem Backblech ist. Die leckeren Zimtschnecken sind jetzt fertig. Ich lasse die noch ein bisschen abkühlen. Und wer möchte, kann jetzt noch Zuckerguss drüber tun. Natürlich, wenn sie ein bisschen ausgekühlt sind. Oder ohne alles einfach so lassen. So sind sie natürlich auch super lecker. Probiert dieses Rezept unbedingt mal aus. Wenn es euch gefällt, freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.